einer der VW-Stars bei der Autoshow in Paris 2014 war der neue Passat. Der neue Passat ist zunächst mal 20% verbrauchsärmer geworden. Das schaffen wir dadurch, dass das Fahrzeug 85 Kilogramm leichter geworden ist. Wir haben modernste neue Motoren, wie beispielsweise den leistungsstärksten Vierzylinder 2 Liter Dieselmotor der Welt hineingesetzt, 240 PS und 500 Newtonmeter Drehmoment und den bekannt niedrigen Verbräuchen der Volkswagen Dieselaggregate. Und ein ganz wesentlicher Punkt, der Passat tritt mit einem Plug-in-Hybrid mit E-Mobilität an, mit einer 80 Kilowatt starken E-Maschine, gepaart mit einem 115 Kilowatt starken Verbrennungsmotor. In Summe gesehen sehr ambitionierte Fahrleistungen, gleichzeitig 50 Kilometer emissionsfreies rein elektrisches Fahren und einen Betriebsbereich von 1000 Kilometern. Das Modell in nunmehr 8er Generation behält die Länge des Vorgängers, wird aber breiter und verliert ein wenig an Höhe. Zusammen mit den Designmaßnahmen ergibt sich nun ein klar dynamischeres Auftreten. Der neue Passat soll deutlich mehr an Profil und Eigenständigkeit zeigen. Offenbar wollte man näher an die Konkurrenz von Audi, BMW und Mercedes rücken. Doch auch hinsichtlich Technik und Features braucht sich der neue Mittelklasse Volkswagen nicht mehr hinter der Edelkonkurrenz verstecken. So bietet der neue Passat nun auch in Bezug auf Assistenzsysteme zeitgemäßen Status und kommt überdies mit einem sehr interessanten Anhänger-Einparksystem, dem Trailer Assist. Damit soll das Rangieren mit etwa einem Pferdeanhänger massiv erleichtert werden. Wir sind besonders stolz auf die Fahrerassistenzsysteme, weil die Fahrerassistenzsysteme nicht nur Sicherheit für den Fahrzeuginsassen geben. Wenn er beispielsweise mal ohnmächtig wird, bremst das Fahrzeug automatisch runter und bleibt am Seitenstreifen orientiert, im Seitenstreifen bleibt er stehen. Nein, was für uns wichtig war, dass wir auch Sicherheit nicht nur für den Fahrzeuginsassen, sondern auch für die Fahrzeugumgebung schaffen. Das heißt, wir haben eine City-Notbremsfunktion, die sensiert, ob beispielsweise hinter parkenden Fahrzeugen Kinder auf die Straße laufen und leitet dann eine Notbremsung ein, falls der Fahrer das übersehen hat. Dank des verlängerten Radstandes gibt es mehr Platz für die Passagiere und auch die Kofferraumvolumina bei Limousine und Variant sind leicht gestiegen. Die Preise für den neuen Passat starten bei 29.240 Euro für den 125 PS TSI Trendline Limousine. Der entsprechende Variant kostet ab 30.910 Euro. Der Passat, den es als Produkt ja seit 40 Jahren gibt, nimmt im Volkswagen-Konzern, speziell bei der Marke Volkswagen, eine herausragende Rolle ein. In diesem Jahr hat es ca. 1,1 Millionen Fahrzeuge verkauft, im letzten Jahr ähnliche Zahlen. Und deswegen ist dieses Fahrzeug von eminenter Bedeutung für die Marke Volkswagen, weil es ein Volumenträger ist und gleichzeitig auch ein guter Ergebnisbringer.